Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von LS22 auf der Landersum. Wir sind hier jetzt fleißig dabei am großen Dreschen bzw. am Pressen jetzt auch, denn wir müssen unsere Ernte halt eben auch irgendwie auch erstmal einfahren. Mir ist auch übrigens auch noch eine Idee eingefallen bezüglich des Ballens, der auf 220 gepresst wurde. Für den müsste ich theoretisch einzeln fahren. Ich habe die Idee noch nicht umgesetzt, aber jeder XML-Datei vom Spiel wird, nennt's mal wirklich, jeder einzelne Ballen verzeichnet. Sprich, man muss eigentlich den Ball nur auf, ich hätte gesagt, 220 zu 240 ändern. Also Ballen einfach größer, bei gleichem Volumen. Und ja, das war's dann auch. Also das nur so eben kurz am Rande. Ansonsten, wir sind jetzt gerade fleißig dabei. Wir machen jetzt erstmal so ein bisschen die Querbahn. Gut, wir fahren zwar ein paar Mal vorne über das Strom mitten drüber, aber ich bin auch gerade überlegen. Ich denke, ich meine, wenn die Pressen, die machen die erstmal irgendwie die innerste Runde, dann fahren die ja ein, und dann fahren die eigentlich auch nur noch hin und her. Kann auch sein, dass ich irgendwie mal irgendwie was falsch wahrgenommen habe oder irgendwie was durcheinander bringen. Das will ich jetzt auch nicht ausschließen. Aber auf jeden Fall, wir müssen hier erstmal die Bahn pressen, dass der da hinten ein bisschen Platz hat. Ist nämlich immer ein bisschen ärgerlich, wenn du direkt vor der Nase einen Quaderballen liegen hast. Oder allgemein einfach einen Ballen. Gut, wir werden den natürlich ziemlich schnell aufholen, weil der Driftstein auch nur mit 10 km/h, aber das sollte schon irgendwie werden, denke ich mal. Das kriegen wir hin. Ja, ansonsten, das selbst abtanken vom Drescher, Alter, das finde ich jetzt schon genial. Also, ich glaube, auf Dauer, wir holen uns vielleicht ein paar von diesen Rudolf-Wagen, also das ist jetzt ein Gedanke meinerseits. Also, ich präsentiere es mal eben kurz, damit man auch weiß, was ich meine. Also, vielleicht so ein Rudolf-Wagen, so ein, hängt man hintereinander, und dann stellt man die einfach an den Feldrändern hin und, ja, Drescher tankt selber ab. Wir fahren die Wagen höchstens, wenn die mal voll sind, weg. Keine Arbeit. Und die Wagen selber, die kann man auch anderweitig gebrauchen. Und die werden wir auch anderweitig gebrauchen. Denn Kartoffelernte steht auch schon bald wieder vor der Tür. Oder sagen wir mal, das erste Mal. Da brauchen wir halt auch noch irgendwie einen Kipper oder so zum Abfahren. Beziehungsweise Rüben müssen wir noch abtransportiert kriegen. Die Ernte, die könnte durchaus auch... Könnte durchaus auch passieren, dass wir die ersten Rüben aus der Erde holen müssen. Ich glaube, hier vorne nehmen wir auch eben die eine Querbahn eben weg. Dann, ja, fahren wir das Stroh hier zumindest nicht ganz so in den Dreck. Aber da hinten müssen wir halt ein bisschen gucken und ein bisschen aufpassen. Da sollen nämlich nicht zu viel im Weg liegen. Ja, also, wenn ich für den 27 da jetzt eine Aufgabe hätte, dann würde ich ihm diese Aufgabe vorübergehend geben. Nur leider habe ich gerade nichts. So steht er hier gemütlich mit seinem Wagen in der Gegend rum. Aber gut, das kriegen wir hin. Das sollte nicht das Problem sein. Was wir aber eben machen könnten. So, wir steigen mal eben kurz aus. Wir setzen den mal eben um. So. Türe wieder schließen. So. Eben kurz vielleicht da hinten auf die Mitte eben hinstellen. Dann haben die da hinten vielleicht noch ein bisschen mehr Platz. Und ich kann hier sogar noch ungestört arbeiten. Ja, ansonsten glaube ich noch ein Korntank voll, dann müsste eigentlich der Kaweco auch schon wieder voll sein. Oder zumindest das erste Mal. Aber das macht schon Bock irgendwie. Also das finde ich schon ganz cool. Was auch ganz cool ist, das will ich auch gleich eben kurz präsentieren. Ist, warte, eben kurz die Tür wieder schießen. Präsentiere ich, glaube, kann ich glaube ich gleich am besten präsentieren, wenn wir irgendwo in der Strohbahn sind. Denn der Drescher da hinten, der hat sogar ein Update bekommen.
jetzt die Tage. Und ich meine, eine Lexion 470, 480 Version, die gab es schon vorher. Jetzt ist das Ganze nochmal zum einen als einzelnes Gerät gekommen. Also 470 bis 480 sind jetzt eine einzelne Kategorie. Aber hierzu gesagt, die Mod selber hat jetzt auch IC Control. Also sprich ungefähr, man kann sich vorstellen, ungefähr das, was der Häcksler kann, kann auch der Mähdrescher. Und da muss ich auf jeden Fall sagen, das finde ich jetzt auch genial. Also der Drescher, also ich weiß nicht, also ich denke mal, wenn das Geld vielleicht da ist, dann würde meine Wenigkeit gerne vielleicht überlegen, ob man einen Lexion 480 sich vielleicht auch noch dazu holt. Gut, ist jetzt keine, nicht die neueste Maschine. Lona wollen eigentlich meistens immer das Neueste haben. Damit sie halt auch entsprechend mit dem Kunden auch jeden Wunsch von den Lippen ablesen können. Oder bedienen können. Aber, ich weiß nicht, also irgendwie haben so die etwas älteren Gerätschaften, was so vielleicht ja, ich nenne es mal um den Jahrtausendwechsel rum, vielleicht bis 2010 ungefähr. Ich weiß nicht, also ich feiere ich die Gerätschaften. Irgendwie haben sie den größten Reiz, finde ich. Aber gut. Man fährt, was man kennt. Und das ist halt das, womit du halt im so ein bisschen groß geworden bist. In der Gegend. Ich sag mal so, dass wir vielleicht gerade mal bei den S4-Traktoren sind, ist dann auch schon alles. Also bei auf die Varios gesehen. Das ist auch erst irgendwie die letzten 5 Jahre oder so die S4-Schlepper überhaupt erst so richtig in Mode gekommen. Ich weiß auch nicht, wann die auf den Markt gekommen sind, das muss ich auch fairerweise sagen, aber... Also da ist, wir sind technisch ein bisschen weit zurückgeblieben. Und der 916, der fährt schon ab, oder? Okay, Häcksler steht allein da, das heißt 916 fährt weg. Ja, die eiern gerade hintereinander her, die waren sich ein bisschen uneinig mit dem Füllstand. Zuvor. So, 916, der ist schon... Ist schon so weit fortgeschritten? Warte, muss ich mal eben kurz gucken bei dem Burschen hier. So, warte, dem müssen wir mal eben kurz auf die Sprünge helfen. Aber das kriegen wir eben hin. Das sollte jetzt nicht das größte Problem werden. Zufällig weiß ich, dass da ganz hinten am anderen Ende vom Feld, der zuletzt aufgehört hat. Ja, da muss er hier halt also nicht nur noch die Querbahn fahren. Warum er die nicht zuerst gemacht hat, das ist mir auch noch ein Rätsel. Aber wenn die gefahren hat, dann ist die Mission hierfür abgeschlossen. Und ja, wir haben zwar noch kein Geld für einen Autostack, aber man kann sich ja schon mal überlegen. Vielleicht ja schon mal anschneiden, dass wir eventuell bald den Schlepper hier zum Autostack fahren verdonnern. Denn ich sag mal so, die Ballen will ich nicht mit dem Frontlader aufladen, wenn ich ganz ehrlich bin. Das ist mir zu viel zu zeitaufwendig. So. Der sucht jetzt, glaube ich, die passende Spur. Das sollte funktionieren, glaube ich. Das sollte irgendwie funktionieren. Ja, und der fährt natürlich auch noch fleißig hin und her. Aber so muss das auch. Wir haben hier einen straffen Zeitplan. Und den müssen wir auch irgendwie eingehalten kriegen. Zumal, wenn das Feld hier fertig ist, dann ist für den ja noch nicht Feierabend, dann muss ich noch ein Feld weiter. Gut, das ist von Hektar her, glaube ich, ein bisschen kleiner, aber... ist doch kleiner, oder? Ja, sieht zumindest optisch so aus. So, lade. 5 Hektar, 3,72. Ein bisschen kleiner ist es. Wenn auch vielleicht nicht viel, weil im LS ist ein Hektar Unterschied schon einiges. Aber es hält sich im Rahmen. Warte, so. Wir lernen übrigens im Rückwärtsgang nicht die Pickup unten lassen.
ist, glaube ich, auch die erste Presse, die ich im LS, glaube ich, miterlebt habe, die das auch wirklich genau nimmt. Aber gut, ist eine Presse da halt eine Schule, das muss man halt eben wissen. Wobei gilt eigentlich auch, glaube ich, viele Pressen, die aktuell auf dem Markt sind, aber ich glaube, im LS ist das einfach nie, ja, also, ist das nie irgendwie umgesetzt worden. Warte, man soll auch gerade vorfahren. Auch diese eckige, kantige Bauvariante der Quadrant. Also, das hat schon was. Also, das finde ich irgendwie ziemlich cool. Also, liebes Giants-Team, ich weiß, eure Lizenzgeber, die wollen immer das Neueste haben, aber beredet sie vielleicht bitte auch mal noch ein paar mehr ältere Gerätschaften irgendwie mit ins Spiel integrieren zu dürfen. Euch geht da wirklich so einiges durch die Lappen. Und wenn es heißt, und wenn jetzt mal da ankommt, aber die Kleinen, die wollen doch immer nur das Neueste und Größte, Modernste fahren, sage ich mal aus meiner Jugenderfahrung, denen ist das sowas von egal, was die da fahren. Hauptsache, sie können sich austoben. Also von daher muss man halt sagen. Und manchmal halt sogar die alten Schätzchen. So, ja, die musste auch manchmal sein. Die haben gerade einen ganz besonderen Reiz eigentlich. Deswegen. Weil die vielleicht irgendwelche Dinge können, was die neuen modernen Schlepper schon gar nicht mehr können. Ich wüsste auch gerade noch nicht so genau was, aber da wird es mit Sicherheit noch einiges geben. So. Welche Spur brauchen wir jetzt? Wir nehmen mal die Rade hier. Wir nehmen mal die hier, ziehen dann gerade nach hinten durch. Also wir holen zwar ein bisschen auf, aber es hält sich aktuell im Rahmen. Also der Drescher hat aktuell schon einen guten Vorsprung erarbeitet. Aber gut, wer weiß, vielleicht fährt er auch schon mittlerweile etwas schneller als 10 km/h. Das ist deshalb der Unterschied schon nicht mehr groß zu bemerken ist. Wenn man bedenkt, dass er hier am frühen Morgen erst mit 3-4 km übers Feld gekrochen ist, ist das schon ein Unterschied. Aber wir wissen auch so ungefähr 8 Hektar mehr dürfen wir in die Dreschaufträge nicht annehmen. Also zumindest wenn es hier um Hafer geht. Ja, mal gucken, wie sich es noch mit anderen Kulturen eventuell entwickelt. September ist Dreschpause, leider. Also zumindest so, was hier der Ingame-Wetterbericht sagt, aber Oktober sollte es vielleicht in die Mais-Dresch-Ernte eventuell schon wieder reingehen. Und der 826 hat technische Schwierigkeiten. Also eigentlich wollte ich hier in Ruhe pressen, aber das Problem ist, wir brauchen den Schlepper irgendwie auf Dauer. Also von daher. Also du willst hier nicht wegfahren. Das werden wir ja noch sehen. Ja, bei dem war heute leider ein bisschen der Wurm drin, ne? Also man könnte auch meinen, der hätte irgendwie 5-mal oder so immer dasselbe abgefahren. Aber gut. Sei es drum. Dann ist das halt mal leider so. Ich sag mal so, für die Gülle, die aufholen, kriegen wir auch immer noch Geld. Wir müssen nur aufpassen, dass wir nicht noch irgendwo Ärger deswegen kriegen. So, dann geht's wieder zurück, beziehungsweise ich würde noch einmal hier oben gucken, wie die das so machen. Also, das läuft einwandfrei. Also, wenn ein Häcksler mal ein bisschen mehr Wurfweite hat, dann ist das natürlich schon gleich direkt genial. Also macht das Ganze doch Spaß, oder? Ja, würde ich schon sagen. Gut, die haben natürlich noch einiges vor sich. Wenn man jetzt mal immer anguckt, wie lange braucht der Häcksler noch so ungefähr. 1 Stunde 23 Minuten.
7,5 Stunden. Ja, es wird in die Nacht eventuell reingehen. Aber wenn da mehr oder weniger durchläuft, dann sollte das nicht das größte Problem werden. Und sonst muss man zum Abend hinter 27 eventuell ein bisschen aushelfen. Aber ich würde dann auch an der Stelle sagen, das war's mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Und damit sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.